ganz viele Songwriter irgendwie so zu feiern, gibt es halt so wenig davon in Deutschland. Wir haben hier einen guten Platz, ganz viele Bekannte zu sehen. Ist ein bisschen wie ein Klassentreffen. Wahrscheinlich sagt das jeder Zweite hier. Ich drücke vor allem allen Frauen, die nominiert sind, die Daumen, weil das einfach gut ist, wenn die Frauen in der Branche repräsentieren, und denen gönne ich's. Der Preis geht an das Strixer Orchestra unter der Leitung von Ketan Bhatti und Simin Samavatje. Ich hab nochmal ganz kurz. Sind wir im hypothetischen Modus oder im straighten Modus? Wirklich wahr? Ist ja der Hammer. Freuen uns sehr. Vielen Dank. Wow. Mir fehlen ein bisschen die Worte. Deswegen vielen lieben Dank an alle, für die wir komponieren dürfen, und alle, die helfen, dass die Musik auch auf die Bühne kommt. Dankeschön. Es ist interessant, dann zu sehen, wie die Leute reagieren, was sie sagen. Vielleicht gibt es auch ein bisschen Musik zu hören. Da freue ich mich auch drauf. Und ich freue mich auch besonders, die Jurymitglieder wieder zu treffen. Und es wird sicher ein ganz schöner Abend werden. Vielleicht nochmal einen Applaus für alle drei Nominierten. Der Sieger heißt Jax. Also für mich besonders, weil es um Text geht. Text ist der Teil, den wirklich nur ich in der Hand habe. Darum ist das für mich nochmal eine besondere Ehre. Wir wollen Kunst zu den Menschen bringen und uns nicht so viel darum kümmern, eigentlich, was danach passiert. Wir wollen keine Buchhaltung machen und so. Gut, dass die GEMA das macht. Kleiner Fun Fact, ich bin erst seit letztem Jahr angemeldet. Musik gehört für mich zum Leben dazu. Ich kann das behaupten, dass es meine größte Leidenschaft im Leben ist, zu schreiben. Ich würde sagen, so banal, es bedeutet mein Leben, also meine Art zu sein. Also ich glaube, Musik ist die Kunstform, die am besten dazu geeignet ist, die Leute ins Jetzt zu holen, in das unmittelbare Erleben. Es ist einfach krass, wie viel sowas bewirken kann, wenn man so ein Video hochlädt. Ich weiß noch, ich hatte das gar nicht gepeilt, dass das irgendwie mein Leben verändern kann. Deswegen vielen Dank an alle, die mich da unterstützt haben. Ich hätte gedacht, dass du ich liebst, ja. Ich hätte gedacht, dass ich Unglück verdient habe. Doch jetzt weiß ich, dass für dich das nur ein Spiel war. Ich bin der Verlierer, ich bin der Verlierer. Einen großen Applaus für die Gewinnerin der Sparte Nachwuchs. Dafür ist natürlich dieser Preis da, dass gerade wir gesehen werden, gerade auch als Frau, bedeutet mir die Nominierung wahnsinnig viel, und ich freue mich riesig. Ich finde einfach wunderbar, dieses Zusammenkommen eben aus unterschiedlichen Bereichen. Es ist bereichernd. Das ist besonders schön, dass man mal wirklich auch gewertschätzt wird, weil es wird immer so für selbstverständlich genommen, dass die Songs einfach irgendwie irgendwo herkommen. Robin, du besitzt die Größe und die Ruhe, Musik wahrhaftig entstehen zu lassen und indessen den Raum zu halten. Und im wahrsten Sinne des Wortes bist du seit jeher unseren Herzen ganz nah. Wir lieben dich sehr, Robin. Herzlichen Glückwunsch. Sehr surreal, weil man ja tatsächlich bis zu dem Moment, wo dann solche lieben Menschen einem den überreichen, keine Ahnung hat, was passiert. Insofern dachte ich kurz, ich falle um, aber habe mich jetzt akklimatisiert und freue mich sehr. Mic drop. Mit 15 war ich schon Mitglied in der GEMA, und seitdem begleitet sie mich. Und ich bitte um einen herzlichen und stolzen Applaus an den BAFTA- und Oscar-Gewinner des Jahres, Volker Bertelmann. Der Preis fühlt sich natürlich gut an, wenn man ihn bekommt. Aber ich finde, fast das Drumherum ist eigentlich das Schönste. Ich darf ja Volkers Musik dramaturgisch einsetzen und wirklich eine Welt kreieren damit. Das ist so besonders. Also wenn sie dann noch so schön ist und so schöne Stimmung erzeugt, ja, dann ist es besonders toll. The one and only Thomas Pigor. Und wenn ich jetzt zärtlich werde, schlägst du die Augen nieder und sagst, ach, lass mal gut sein, nicht schon wieder. Das ist sehr wichtig, dieser Preis, denn das ist ein Preis von Kollegen für Kollegen. Und es ist einer der schwersten Preise, die ich je bekommen habe. Er ist wirklich, er ist gewichtig. Ja.
habe wirklich eine riesengroße Liebe für die tollen Produktionen von Mix und MacLeod und Sissy und Barsky. Ich mag einfach, was die machen. Das ist einfach toll. Schön, wahnsinnig schön. Schön auch, dass jeder einen kriegt. Das ja, voll. Dann, wir sind Fans von der GEMA und wir hoffen natürlich, dass sie auch ihr Bestes tun, um uns als Autoren zufriedenzustellen. Ich gebe zu, lieber Christian Bruhn, im Grunde hast du mir und Millionen Menschen Musik für immer geschenkt. Dein Lebenswerk ist spätestens seit heute ausgezeichnet. Ich gratuliere. Ein bisschen Spaß muss sein, da kommt das Glück von ganz allein. So gut wie wir uns heute verstehen, so soll es weitergehen. Du bringst mit deinen Klängen Licht in unser Dasein. Christian, wir alle hier, besonders ich, danken dir, dass es dich und deine Musik gibt. Ich danke der GEMA und der Jury für den Musikautor*innenpreis und ich danke Ihnen allen.